In den letzten Videos haben wir die Elektronenkonfiguration herausgefunden für Atome im S- und im P-Unterschalen. Also haben wir jetzt das Problem, dass wir auch die D-Unterschalen haben. Die haben diese bizarren Formen hier. Vielleicht kommen wir sogar in die F-Unterschalen, die sind noch bizarrer. Also sie sind eigentlich auch sehr interessant, diese Formen, aber eigentlich sind sie nicht so wichtig für die Elektronenkonfiguration. Also was passiert jetzt, wenn wir in die D-Schale kommen? Die allgemeine Methode ist, dass die Schale erstmal äquivalent zur Periode sind. Also beispielsweise haben wir hier links oben im Periodensystem die Periode 1 und die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und na, man kann es ein bisschen schlecht sehen, also jede Reihe entspricht einer Unterschale. Um jetzt die Elektronenkonfiguration rauszufinden, gehen wir wieder zum Helium. Zum Helium habe ich ja euch gesagt, das nehmen wir mal mit hier rüber. Ich schneide es mal aus. Es gehört in den S-Block, also stelle ich es mal hier rüber. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Helium ist hier drüben normalerweise, was hat sehr ähnliche Eigenschaften wie diese Elemente in dieser rechten Schale hier drüben. Jede Spalte hat wieder etwas mit Elektronen zu tun, da reden wir ein andermal drüber. Also für den S-Block nehmen wir jetzt erstmal Helium hier rüber. So, also was machen wir jetzt? Ich wiederhole mich hier jetzt auch ein bisschen. Hier oben, das ist der S-Block, der ersten zwei Spalten, das auf der rechten Seite hier, das ist der P-Block und das in der Mitte, das ist der D-Block, der ist etwas breiter, ich male den hier mal in lila, das ist also der D-Block in der Mitte. Wenn du jetzt die Elektronenkonfiguration rausfinden willst von irgendeinem Atom, und musst du wissen, das wird in dieser Reihenfolge aufgefüllt. Also beispielsweise, wenn ich von Calcium füllt 4s1 und 4s2 aus. Das ist die vierte Energieschale. Also kann ich beispielsweise für Calcium 4s2 aufzeichnen. Und als nächstes wird bei diesen Elementen der D-Block aufgefüllt. Jetzt nehme ich mir mal ein anderes Atom raus, nämlich zum Beispiel mal Eisen. Naja, vielleicht ist das Beispiel für Eisen nicht so gut. Jedenfalls in der vierten Reihe wird zunächst mal die dritte Schale aufgefüllt. Das ist ein bisschen verwirrend. Also gehe ich in der vierten Reihe eine Energieschale nach oben. Wenn du also im D-Block bist, gehst du eine Periode weiter nach oben. Beispielsweise Eisen hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente im D-Block. Also habe ich hier D6, aber eben nicht 4D6, sondern eben 3D6. Warum? Woher wissen wir das? Es ist in der vierten Periode. Ich ziehe 1 ab, also bin ich bei 3 und dann ist die höchste Energieschale eben 4S2 und 3D6 für Eisen. Und ja, wie viele Elektronen sind nun in der äußersten Schale? Es sind 2 der höchsten Schale. Und welches ist überhaupt die höchste Periode? Dann ist es die Periode 3. Bisschen verwirrend, deswegen mache ich es nochmal für ein anderes Atom. Ja, ich suche mal Kupfer aus hier. Kupfer. Ich zeichne es mal in einer anderen Farbe hier. Die höchsten Elektronen, die höchsten Energieelektronen sind in der D-Schale, sind 9. Naja, vielleicht sollte ich vielleicht jetzt doch nicht Kupfer nehmen, das ist ein bisschen ein Sonderfall. Sonderfall. Ich nehme also wieder ein anderes Atom. Also nehmen wir doch nochmal Eisen hier. Springen ein bisschen hin und her. Also was machen wir nun mit Eisen?
1s2, fangen wir hier oben nochmal an. Hier in der zweiten, ja, in der ersten Reihe lila, 1s2, das ist logisch. In Orange jetzt nehme ich 2s2, das ist logisch. Dann habe ich 6 Elektronen in der P-Schale, also 2p6. Jetzt sind wir in der dritten Energieschale. Dritten Energieschale, hier nehme ich mal blau. Dann wird es 3s2, sind im S-Block. Dann habe ich 3p6, das sind diese hier drüben. 3p6, diese 6 Elektronen. Und nehme ich beispielsweise mal grün, dann bin ich wieder in meinem 4s2. Und jetzt kommt das Interessante. Kommt der D-Block 1, 2, 3, 4, 5, 6 wieder. Und jetzt ist es aber nicht in der vierten Energieschale, sondern ich ziehe ja im D-Block 1 ab. Also ist das hier wieder das 3D6. Die dritte Energieschale schreibe ich also hier weiter vorne hin. Das ist nämlich die 3D6. Ja, jetzt sehe ich also, ich kann das so aufschreiben, in welche Energieschale, aber ich kann auch so schreiben, welches ist das Elektron mit der höchsten Energie. Dann ist es das 4s2. Das Merkwürdige ist, diese Elektronen vom 3d6 sind etwas näher am Kern daran. Und wenn ich jetzt wissen will, welches sind die höchsten Elektronen, dann muss ich das Ganze hier austauschen. Ja, also das Komische ist, wir haben ja eigentlich die 4s2 aufgefüllt, aber diese Elektronen hier füllen eine niedrigere Energieschale aus. Das ist ein etwas merkwürdiger Fall von Eisen und das ist einfach eine Sache, da geht es um die freien Elektronen. Die freien Elektronen kann man auch aufschreiben als Valenzelektronen. Dieses Eisen hat 2 Valenzelektronen in der äußersten Energieschale, obwohl es eigentlich 6 Elektronen noch mehr habe, aber die sind in einer niedrigeren Energieschale aufgefüllt. Das gleiche, was ähnliches passiert in der F-Schale, die stehen eigentlich üblicherweise hier und oft siehst du im Periodensystem diese Lanthanoiden und die Actinoiden und die können eigentlich hier rein und das ist einfach ein bisschen schwer, das darzustellen. Wenn man das jetzt auseinanderdrückt, dann wird es hier so aussehen. Du drückst quasi alles nach rechts rüber, aber dann wird das ganze Periodensystem also wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Hier oben haben wir also wieder den S-Block. Hier haben wir den F-Block. Das ist der D-Block. Und dann hier drüben ist ja auch noch der P-Block. Wenn wir jetzt einen F-Block zu tun haben, nehmen wir beispielsweise mal ein Element, hier dieses Element La, Symbol La. Also füllte es also ein Elektron im F-Block auf, also ist es F1. Naja, ich zeige das mal in kleinen Buchstaben. Es hat also ein Elektron im F-Orbital oder im F-Block. Und hier im F-Block müssen wir 2 abziehen. Also sind wir nicht bei 6, sondern bei 4 F1 und 6 S2 natürlich. Und dann gehen wir natürlich zu 5P6. Dann kommt der D-Block, das sind 10 Elektronen im D-Block, das sind in der fünften Periode, aber denk mal daran, wir müssen hier 1 abziehen, also ist es 4D10, dann 5S2 und genauso machst du es einfach bis nach oben hin. Beim ersten Mal sieht es ein bisschen kompliziert aus, aber hier oben schaust du natürlich nach der Periode. Und ein bisschen anders ist es eben nur in den D- und F-Blocken. Ja, also in dieser ganze F-Block steckt quasi hier drin, in diesen 2 Teilen. Und
Ja, ich werde es euch schon noch mal zeigen. Es gibt noch mal eine andere Methode beispielsweise und zeige ich euch in den nächsten Videos dann noch.